Ja. Wir bauen jetzt einmal die Kraftstoffpumpe um. Kannst du das noch ein bisschen abdecken? Nicht, dass ich gleich in die Luft fliege. So, wir haben einmal die Benzinpumpe. Jetzt nehme ich den Geberzylinder noch raus. Und was mir noch fehlt, ist einmal noch für den Bordcomputer. Den Hebel brauche ich für den Bordcomputer. Und das war's. So, Osman, das muss ich dir kurz zeigen. Das hier auch noch? Das kannst du aufnehmen. Nee, das brauche ich erst nicht. So, Osman. Jetzt baue ich einmal den Zylinder hier raus. Dafür müsst ihr erstmal. Hier ist eine Stange, seht ihr das? Die Stange müsst raus. Das ist die Halterung. Wir haben einmal hier eine 13er und da die 13er. Das baue ich jetzt ab. Bauen den Geberzylinder einmal ab. Und dann können wir den Wagen später wieder rausholen, weil wir brauchen auch, ups, Vorsicht, wir brauchen auch diesen Schalter hier. Den müssen wir auch abbauen. MFA. MFA. Steht, glaube ich, auch drauf, ne? MFA. So, das bauen wir raus und dann können wir das Auto wieder rausschieben. Ich habe jetzt soweit alles abgebaut, was wir bei dem Golf brauchen. Pumpe haben wir abgebaut, hat der Özgür abgebaut. Dann haben wir nochmal MFA abgebaut und Kupplung, Geberzylinder haben wir abgebaut. Bei dem Geberzylinder werden wir den so wieder einbauen. Und ja, hier haben wir einmal den Behälter, habe ich jetzt sicherheitshalber auch abgebaut. Falls der nicht passen sollte, werden wir den tauschen, weil das ist immer wichtig, wo der Anschluss ist. Ne? Ich habe ja manche Umbauten, da ist der Anschluss hier oben. Und dann könnt ihr das nicht entlüften. Das heißt, der muss ganz unten sitzen. Ansonsten könnt ihr auch ein Loch reinmachen und dann auch sowas machen. Könnt ihr auch. So, das brauchen wir auch. Das habe ich erstmal ein bisschen gängig gemacht. War alles schwer. Guck mal, der ist super. Der ist nur ein bisschen. So, jetzt will ich den Motor nochmal abbauen. Und wenn wir den Motor nochmal abgebaut haben, werde ich die ganzen Sachen erstmal einbauen. Und morgen in Ruhe komplette Elektrik machen. So, wir werden den Motor jetzt ganz schnell abbauen und so, dass wir erstmal schön Platz haben für die ganzen Sachen, weil hier muss ja das Steuergerät raus, Kabel muss raus, was ich nicht brauche und dann kommt der ganze komplette Kabelsatz einmal hier rein. Jetzt kommt das angenehme Teil. Aber weißt du, was mich jetzt stört, Osman? Die Reifen, weil die Reifen sind ja nicht originale. Bereifung ist total falsch, die müssen viel dünner sein. Nicht so fettig. Ich habe eigentlich Felgen da. Soll man die Felgen draufklatschen? Das ist jetzt nicht mein Geschmack. Soll man die eben draufklatschen? Würde ich machen. Komm, ich hole die jetzt mal kurz aus dem Lager und dann baue ich die mal ganz kurz ein. Wir wollten die Felgen hier draufklatschen, aber die haben leider nicht gepasst, weil Bremssattel draufgehauen hat und ich habe jetzt keine Distanzscheiben. Also haben wir ganz andere Felgen genommen. Und da sind die hier. Die sehen ja auch mal nicht schlecht aus. Okay, die Bereifung stimmt aber nicht. Ne? Also die Bereifung müssen wir auf jeden Fall ändern. Aber ich muss sagen, Osman, was sagst du? Find die auch geil. Ich find die auch geil. Guck mal, von hier sieht die schön aus. Ja. Guck mal, von hier haben die was. Ja, mit einer richtigen Bereifung. Hinten ist brutal. Ja. Mit einer richtigen Bereifung wird das eigentlich mal nicht schlecht aussehen. Ne, der braucht die Bereifung. 205 oder 195? Ich glaube 250, 16. So war das, glaube ich. Weil das ist, glaube ich, schon 55 oder 60. Was ist das für eine Bereifung? 60. 55. Also doch 45 brauchen wir. 45 wäre ungefähr hier. Und dann wird das passen. Mal gucken, reingehen. Weil die Bereifung, die passt nicht. Das ist viel zu dick. Aber das ist ja nun mal so. Nur zum Testen. Nur zum Testen. Weil die Felgen passen. Was meint ihr? Die Felgen schwarz? Oder sollen wir die silber lassen? Soll jemand unter den Kommentaren schreiben? Ja. Also ich würde die silber lassen. Ja, dann schreibt das unter der Kommentare. Was soll ich sagen? Osman, kannst auch mal kommentieren. Motor kommt jetzt einmal raus. Und dann fange ich schon die ganzen Sachen an umzubauen. Ich schätze mal morgen, schön Sonntag, mache ich das. Also sehen wir uns, wenn wir den Motor abbauen und die ganzen Sachen einbauen.
Alter. Klasse. Hau. Also Kupplungsseil kommt ab und dann haben wir hier ein Loch. Seht ihr das hier? Da wird unser Geberzylinder reinkommen. Das werden wir da einbauen. Das ist der Geberzylinder. Der wird da unten reinkommen. Also wird der Seilzug erstmal entfernt. Das bauen wir ein, schließen, machen hier einmal, schneiden hier das Ganze einmal ab und werden das Ganze verbinden. So haben wir dann das Ganze auf Hydraulik umgebaut. Das war's, also ist keine Kunst. So, ihr seht das Loch. Da muss das Ganze jetzt einmal rein. Also unsere hydraulische Kupplung muss da rein. Ich habe alles schon soweit abgebaut. So, was ist denn hier los? Licht ist aus, aber ihr seht das, ne? Genau, jetzt baue ich die hydraulische Kupplung einmal rein. Und ihr braucht echt keine Angst haben, weil die Vorrichtung schon da ist, ne? Hier ist die Vorrichtung, das heißt, Seilzug ist ab und dann machen wir das drauf. Jetzt, aber der wird von hier reingesteckt, also nicht von innen. Der wird von hier reingesteckt, ich versuche das jetzt hier einmal reinzustecken. So, jetzt mal schauen. So, habt gesehen, das hat jetzt keine Minute gedauert. Jetzt werden die beiden Schrauben reinklatschen. Und dann Ding einmal einrasten, da zeige ich euch das auch. So, um alles auf Hydraulik umzubauen, müssen wir erstmal die ganzen Abdeckungen abbauen. Komplett. Dann natürlich Sicherungskasten runter. Dann haben wir hier nochmal schön die ganze Verkleidung abbauen. Und dann gibt es wieder diese Halterung muss wieder raus. Ne? Diese Halterung hier, da die Halterung, dafür müsst ihr diesen Plastik hier abmachen und leider Sicherungskasten runternehmen. So, jetzt ist eigentlich das Kniffligste, kommt jetzt eigentlich, weil ihr müsst jetzt aufpassen, dass ihr das hier nicht irgendwie runterdrückt und dabei irgendwelche Kabel rausholt, weil dann wird es schwer. Zurzeit ist alles Plug and Play, aber kommt hier ein Kabel raus, weil viele Stecker passen in verschiedenen Stellen. Das heißt, dann hätten wir Probleme. Also aufpassen, dass ihr Seilzug und diese Halterung da abbaut, ohne dass ihr das Ding hier runterdrückt. Okay, das ist eigentlich das größte Problem, was jetzt kommt. Das machen wir jetzt vorne vorsichtig jetzt alles ab. Wird den Seilzug erstmal abmachen und dann die Hydraulik reinklatschen, zwei Schrauben festmachen und dann haben wir erstmal Hydraulikgeschichte abgeklärt und dann gehen wir direkt ans Elektrik. So, jetzt schneiden wir einmal hier ab. Das müssen wir einmal abschneiden.
So. Das Ding ist drauf. Hydraulik haben wir ganz kurz umgebaut. Ich habe euch das gezeigt. Die Löcher sind vorhanden. Pedal ist das gleiche. Das heißt, die haben sich echt die Mühe gemacht, dass der Pedal einfach gleich ist. Und ihr könnt das von Seilzug ohne Probleme auf Hydraulik umbauen. So, Hydraulik haben wir ja fertig. Jetzt ist eigentlich soweit fertig, dass wir echt jetzt rein auf die Elektrik gehen. Und ja, das wird natürlich das Schlimmste, das Schwerste von der ganzen Sache, weil nicht wie bei dem Golf 3 Cabrio, also nicht bei dem Golf 3 Schlachter da, bei dem VR6, hatten wir ja das Gute, dass die waren alle getrennt, die Kabel. Hier haben wir das Schlechte, das ganze Steuergerätkabel geht zu alle Richtungen. Und das ist das Problem. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viel aufschneiden und das Ganze einfach verfolgen. Weil wir müssen ja alles rein und Sicherungskasten abstecken, reinstecken, das war's. Ist ja Plug and Play das Ganze, aber wir müssen zusehen, dass wir auch das komplette Kabel da rauskriegen. Und das wird jetzt sehr, sehr lange dauern, bin ich mir sicher. Weil wir sehr viel schneiden müssen, wir müssen aufpassen und dann wieder verbinden und so weiter. So, und mal schauen, wie weit wir heute kommen, weil Akku ist gleich leer und wir haben schon, ja, wir haben schon 4 Uhr. Hingeht, weil wir müssen hier alles rausholen und deswegen werden wir das Ganze hier zerschneiden und ja, mal schauen, was wir hier rausholen müssen und was nicht, weil viele Sachen müssen wir nicht rausholen, ne? Bei den Kabelbaum ist alles dran und das ist das Problem, das heißt, wir müssen echt viel schneiden. Wir haben die Hupe rausgeholt, müssen wir nicht, hier die Anzeige von den Bremsflüssigkeit müssen wir rausholen, müssen wir eigentlich auch nicht. Ja. Normalerweise müssen wir nur das hier, die Lambda-Sonde und so weiter rausholen. Ne? Nicht mal hier die beiden Sachen müssen wir auch nicht rausholen. Und das ist aber alles in einem. Das heißt, hier gibt es jetzt sehr, sehr viel Schneiderei. So, Sonntag, das war's. Ich hätte gerne weitergemacht, aber meine Kamera. Ist leer. Deswegen, jetzt machen wir ein Video, was wir heute alles geschafft haben, die Tage. Und das war's. Nur noch Elektrik. Und bei der Elektrik, ja, ihr seht, das wurde komplett zusammengeschweißt alles. Das heißt, alles einzeln rauspflücken, weil das komplette Kabelbaum zusammen ist. Aber egal, sonst wäre es jetzt so einfach, ne? Wenn wir nur Plug and Play hätten. Also, bisschen Arbeit steckt da noch hin, aber sonst alles fertig. Das ist Kabelbaum, Motor drauf und genießen.